da ist wohl auch jemand verliebt, weil Schatz und so klingt ja schon nach Happy Time. Oh, Happy Time. So, okay, so, also Schildkröten-Tempo ist noch eins, deswegen denke ich, kann euch hier ordentlich voll labern, bevor ich gleich weitermache. Oh, was mit dem? Wir bauen Strom in diese Stadt. Ja, Moment, Jungs. So, ich habe ein Problem, beziehungsweise eine Sache, worüber ich gerade nachdenke. Das wird ja eine Stunde mit. Und dann gibt es die Let's Play Tagebuch-Folge. Jetzt die Frage, fange ich für Let's Play Tagebuch nochmal eine neue Stadt an oder geht das hier quasi fließend von einer Stunde mit SimCity über und ich werde dann schon die angeknusperte Stadt ins Let's Play Tagebuch übernehmen. Ich denke, es werde ich tun. Ich bin schon fast so ein bisschen in meiner Häuserkulisse hier, kann man ja sagen, verliebt. Okay, Strom wollen die. Ich hoffe, Strom kriegen die. Die Gebäude bauen Strom. Ah, das ist meine Beraterin hier. Stellen Sie an einer Straße ein Kraftwerk auf, um Ihre Stadt mit Strom zu versorgen. Windkraftwerk. Sehr öko-like. Achso, wo ist überhaupt mein Geld? Ah, da 48.000 irgendwas habe ich. Was ist das hier? Bevölkerungsfeld. Was ist das hier? Finanzfeld. Hallo, mein Freund. Okay, wir haben Einnahmen und keine Ausgaben. Allerdings wollen die Leute ja auch Strom. Also geht es nicht lange gut. Okay, Strom. Ich denke... Kohlekraft. Bis jetzt ist es sehr einfach aufgebaut, das gefällt mir gut. Okay, was ist hier das Negative? Klingt eigentlich knusprig frisch, ne? Oh, jetzt wird's hier komplizierter. Was mache ich jetzt? Ding Dong? Warum surft das Teil hier so komisch durch die Gegend? So. Was steht da? Was steht da gerade? Was steht da? Was sag ich da? Achso. Ja, keine Ahnung, also muss ich das in der Nähe bauen? Wollen wir es mal hier hinbauen? Ist immer mal so krass. Ja, das wird ja so ein modernes Wohngebiet. So, und jetzt, wie baue ich da was rein? Geschlossen, wir stellen neue Leute ein. Öffnen, schließen, bearbeiten. Oh, was gibt's hier zu bearbeiten? Servicestraße. Servicestraße. Ist das das Servicestraße? Ich versuch's mal hier mit der sogenannten Caesar Servicestraße. Oh. Okay. Ja, das ist tatsächlich eine real Straße. Oh, das ist ja... Ja, da wird schon lustig hier, muss ich sagen. Und connected, okay. Was wäre Escape? Was ist das? Windkraftschild. Ja, okay. Ach, das ist gratis. Für irgendwas wird's gut sein. Für was? Ich weiß es nicht. Oh, da kann ich sogar aussuchen, wo das steht. Ach, geil. Ach ja, also ich find's geil. Ich find's geil, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie ich euch das beschreiben soll, aber ich find's geil. So, ich kann das hier hinstellen. Ich stell's hier hin. Bang! Was steht da drauf? Windmeister. Hoch. Öffnen, schließen. Ja. Strom, Wind, Strom. Ah ja. So, ein Ding läuft doch hier schon, oder? Was kann ich hier noch bauen? Kleine horizontale Windturbine. Nicht genehmigt. Oh, voll das Future-Teil. Okay, das soll ja erstmal reichen. Was kann ich hier noch machen? Läuft da jetzt schon alles? Eieiei, ich bin ja fast schon überfordert. So, achso, okay, warte mal. Wenn ich jetzt hier Escape drücke und wir gucken uns das mal in der Nahaufnahme an, dann sieht man. Ja, also erstens mal sieht man die geile Grafik, die Liebe zum Detail, die ich über alles bei Spielen dadurch werden sie lebendig und richtig reingezogen. Man kann sich durchaus auch darin verlieren. Zum anderen sieht man hier, ja, da läuft, der Laden läuft, ja, also er läuft. So, jetzt ist die Frage, läuft der auch bis zu meinen City Boys? Ich glaube, wenn ich hier drauf drücke...
Dann sehe ich irgendwas. Zumindest habe ich das eben getan. Was sagt er? Ah, okay, danke. Das habe ich mir schon gedacht. Oh, da ist ein Skater. Habt ihr es gesehen? Und da fährt ein Rollstuhl in die Straße. Ja, wie sehe ich denn jetzt, wie viel Strom da klar geht? Ach ja, hier. Okay, Escape und Strom. So, okay. Ah, also hier ist die Straße und die Straße führt bis dahin, der Strom läuft. Und dann haben wir hier noch eine Surfstraße. Ja, läuft, 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 läuft. Der Verbrauch ist, wie man sieht, auch voll da. Wir brauchen also quasi nichts mehr. Und bei der Gelegenheit gucke ich gerade mal, wie groß ist denn überhaupt unser Stadtgebiet? So, hier und da. Ich nehme ja mal stark an, dass man das Stadtgebiet noch vergrößern kann. Auch schön hier, guck mal, hier so eine Eisenbahn und so. Okay, ja, so weit, so gut. So, als nächstes wollen die Leute, so wie es aussieht, Wasser. Kann ich auch verstehen. Die Gebäude brauchen Wasser, absolut. Die Gebäude brauchen Wasser. Stellen Sie den Wasserturm auf. Nicht genehmigt. Pumpstütze. Oh, ist auch gefährlich. Wir wollen da ja nicht reingesaugt werden. Gesaugt. Ja. So, hier, Wasserverschmutzung da links. Niedrig, aber die steigt, wenn wir nichts dagegen tun. Oh, und hier sieht man auch schon. Was sieht man denn hier? Anbau zur Installation erforderlich. Ah, das heißt, wir müssen es an der Straße rocken. Ja, klar, müssen wir es an der Straße. So, hier ist ja ordentlich Wasser vorhanden, klar, von dem Fluss. Soll ich das direkt bei den Leuten hinbauen? Oder ich baue das hier hin, ganz cool und stylisch. So, wenn mich jetzt nicht... Ah, da meckern schon alle für wegen Wasser. Hier ist jetzt Klong. Ja, und was ich hier jetzt gerade checken wollte, war, wenn ich jetzt hier auf Wasser drücke, dann sieht man auch... Ja, die Gebäude brauchen was. Ah, dann sieht man auch, wie hier unter der Straße alles klar läuft. Und ihr hört schon blubbern. Das wollte ich auch schon. So, und okay, der Laden läuft. Klar, ich kann jetzt wahrscheinlich... nee, hier kann man nichts upgraden, aber was willst du auch an einem einfachen Wasserturm upgraden? Also ehrlich, ne? So. Aber wir gucken uns den Wasserturm nochmal in Ruhe an. So viel Zeit muss sein, ne? 20 Minuten oder so. Denke ich mal, bis die Stunde rum ist. Ob die auf 1-2 Minuten oder weniger. Und zwar auch nicht an reines Wasser. Und ich guck mal hier. Bang, da wird's gepumpt, Alter. Pumpet, Pumpet. Ist da unten, ja, da geht's ab. Alles klar. Glasklar sogar. So, was steht da? Wir haben die Rohre direkt in die Infrastruktur der Straße eingebaut. Wir müssen sich aber nicht mehr darum kümmern. Das ist eine Anlehnung an alten SimCity-Teilen. Wir haben es jugendfreundlicher gestaltet. Alles macht sich. Willkommen im 21. Jahrhundert. Absolut. Solange es... Bodenwasser gepumpt ist. Okay, der Boden ist extrem voll. Ja, wir wollen natürlich, Brother. My Brother. Okay, ich kann nur hoffen, dass das online gespeichert wird, denn ich habe echt keinen Bock, dass meine schöne City nachher weg ist. So, was ist als nächstes? Abwasser. Oh je. Oh ja, da ist es. Ja, gut, es ist in der Mitte noch. Abwasser. Also die meckern nicht nach Abwasser, aber das blinkt hier so leicht. Das heißt, eigentlich brauchen wir es noch gar nicht dringend. Wenn es dringend gebraucht wird, dann wird es, glaube ich, rot. Wenn ich das System jetzt richtig verstanden habe, da hat sich einer echt Gedanken gemacht. Und ich muss sagen, das ist ganz gut. Dörrings Wohnsitz. Kanias Wohnsitz. Kramers. Bremers. Kramers. Vielleicht sind die Namen sogar extra eingedeutscht worden für die deutsche Version. Wer weiß. Ja. So. Was geht hier noch ab? Ja, eigentlich gibt es im Moment nichts zu tun. Können wir uns ja nochmal die Bilanz anschauen. Okay. Einnahmen haben wir durch Wohnungen, Ausgaben haben wir durch Strom und Wasser. 180 Ausgaben, 144 Einnahmen. Ja, wir sind im Minus. Krass.
Ja, dann würde ich sagen, sollte sich mal ein Berater von uns melden und sagen, was zu tun ist jetzt. Zum anderen könnte ich ja eigentlich auch noch eine Wohnung haben. Selbst das Verwaltung. Ja, ich baue erst noch mal. Oh, die sind alle happy drauf. Das ist schön. Oh, was sagt er? Shopping wollen die. Was will der? Oder die? Wo ist das Request? Gewerbegebiet dürfen es also sein. Na gut, sagte Jay von jayzock.de und baute ein Gewerbegebiet. Ich nehme an, das ist ähnlich einfach wie Knuffibrot 5000. Okay, wie kann ich denn überhaupt so schräg bauen hier? Bögen, Kurven, Kreise, Kurven, Bögen. Ja, gut, also wo bauen wir denn das Gewerbegebiet jetzt hin? Das bauen wir auf der anderen Straßenseite, stylisch, oder? Hier ist so ein Fuck. So, hier so, so läuft das. So, mal gucken gerade, boah. Gar nicht so easy, wobei doch eigentlich schon. Ja. Ziehen wir das hier so durch? Boah, das kostet ja schon ganz gut Schotter, ne? Ja, okay. Und dann ein Gewerbegebiet drauf. Aber natürlich auch nicht zu viel von dem Guten. Bauen wir das außen oder innen? Innen. Oh, hört ihr diesen Kassensound? Geil. Ich find's geil. Manche schütteln jetzt bestimmt mit dem Kopf und ich kenne auch so ein paar treue Zuschauer von mir, die definitiv sich denken, what's a Jay? So, okay. What's a Jay, okay. Oh, meine Berater anmelden sich. Weisen Sie für noch 8 weiter Gebäude werden von mir aus. Noch mehr. Erstmal abchecken zu gehen. Ein Park darf sein. So, okay, und der hier will was? Ha! Es gibt sogar Leute, die sehen Industrieanlagen wie dieses Teil hier positiv. Finde ich hier echt geil. Im Normalfall, bei einem trockenen Spiel wird man jetzt das so programmieren, dass es die stört, aber in echt ist es ja auch schön. Also ich meine, ich habe mir hier dieses schöne Teil auch genau angesehen und der Typ, der teilt meine Meinung, das finde ich echt toll. Es gibt bestimmt auch den einen oder anderen, der macht einen Wasserturm oder diese gebogene Straße. Und das Spiel ist brandneu aus wie ganz geil. Ja, was für ein perfekter Samstagabend. Erstmal eine wunderschöne Stadt mit einer tollen Windturbine und unterwegs anzulegen. Geil. Und was ich gerade noch sagen wollte ist, das Spiel ist brandneu, keine 5 Tage alt. Ich denke, wenn wir erstmal ein paar Wochen hier am Werk hin sind, dann werden noch so die derben geilen Updates aus dem nächsten Spiel Factions, man. Yes. So. Der hat wieder was, was er mir persönlich sagt. Das Einzige, was ich nicht so toll finde, ist, dass die meinen Origin-Namen Fitchley105 einfach als Bürgermeisternamen nennen und ich mich einfach in den Bürgermeisternamen eintragen lassen. Aber von mir aus, ich bin Bürgermeister Fitchley105. Und er sagte, großartige Stadt, er braucht einen Arbeitsplatz. Ja, da hast du recht. Weisen 10 Industrie, also 10 Industrie und noch. Ja, okay. Das ist ja alles zu schaffen. Schauen wir uns mal das neu ins Leben gerufene Gewerbegebiet an. Hier ist ein Eisteil zum Verpachten. Ja, da ist nichts. Nur eine Hotdog-Kugel. Ist das geil. Da gehe ich Tag und Nacht rein. Ich werde mir sowas von die Hotdogs suchen. Ja, und da wird was Neues gebaut.
ich hoffe, es stört es nicht, dass ich das hier im Tempo laufen lasse, aber ich finde, da kann man schon am schönsten genießen. Wir haben es ja auch nicht eilig. Wir sind ja hier die wahren Ästheten bei jadesoft.de, wir wollen Spiele mit Genuss spielen. Deswegen genießen wir das. Und ihr seht, es geht ja trotzdem voran. Oh, was mit dem? Da habe ich die Phase noch nicht ganz fertig gebaut. So, ja, so, jetzt aber. Entschuldigung, Mann. Der ist nämlich hier gefahren, hat umgedreht. So. Okay. Ja, hier mein Gewerbegebiet fängt auch langsam an zu leben. Ja, der ist auch positiv bestimmt. Hier kommt genug Wasser aus der Leitung. Geil. Ich würde gerne weiter, wenn ich einen Park gebe. Was ist mit dem? Ein Gemeindehaus, ja. Und wenn ich das Gemeindehaus jetzt baue, dann kann ich auch den Namen einer Stadt geben. Und das ist quasi der Sitz von mir dann, also von FatJ105, dem Bürgermeister höchstpersönlich. Okay, das kann ich auch nur an ausgewählten Orten bauen. Jetzt die Frage, wo soll ich das hin? Ah, ich baue extra einen Weg dorthin, ne? Wenn man so möchte. Was ist das? Kurven. Ich weiß auch schon, wo, glaube ich. Habe ich so eine Idee. Auch ein Easy Peasy. Zurück, Baumeister. So, hier bauen wir das durch. Vielleicht voll unpraktisch, aber dafür mit Genuss. Ich kann es hier hoch. Aber dann geht ja der schöne Wald hier down, wenn ich das da hinbaue. Dann müssen wir nochmal an der Straße weiterzimmern. So, mal sehen, ob es jetzt besser platzierbar wird. Ja, ein bisschen.